Ich habe damals eine Herzmuskelentzündung gehabt, wahrscheinlich durch ein Virus oder eine Viruserkältung. Und das war damals ausschlaggebend, halt, um ein neues Herz zu bekommen. Es ist so, dass also in Deutschland man halt den Spender nicht genannt bekommt. Das ist auch gut so. Da hat man also. Macht man sich zwar über den Spender halt Gedanken, aber man weiß nicht, wer es war und wer es ist. Und das ist eigentlich auch für einen selbst ganz gut so. Es ist so, dass man am Anfang natürlich merkt, dass da etwas anderes drin ist, denn ich hatte am Ende mit meinem alten Herzen noch ungefähr eine Pumpleistung von 1 bis 1,5 Litern. Und nach der Transplantation waren es dann 6,5. Und da merkt man natürlich sofort, dass da also irgendetwas anderes drin ist. Aber das hat also nur was mit der Herzfunktion zu tun. Also das heißt, ich weiß also heute, dass das, was da drin ist, mir gehört und auch zu mir halt passt. Es ist einfach nur eine Pumpe, die eigentlich ganz einfach mein Blut durch den Körper und durch den Kreislauf fördert. Also diese Nerven, die Sie jetzt haben, die habe ich nicht, sondern es sind also nur die Aorta angeschlossen, wo das Blut also durchpumpt. Einen direkten Herzinfarkt würde ich nicht merken. Ich würde sofort einen Gehirnschlag bekommen. So ein Herzrasen, Herzklopfen, das ist noch da. Ja, das heißt also, das merke ich noch. Also auch wenn das Herz jetzt ein bisschen schneller schlägt, bei Angst oder so, oder natürlich auch, wenn man sich mal in irgendjemanden verguckt, ja, dann ist das also auch noch da. Ist ja dieses Herzschmerzgefühl. Ne? Also das ist schon noch da. Nach 23 Jahren gehe ich auch mal davon aus, so hatte man mir das damals auch gesagt, sind die ein oder anderen Nerven dann wieder intakt. Viele haben mich auch immer gefragt, so bei gerade das Herz, ne, ob man andere Gefühle entwickelt, ob man also Gefühle des Spenders irgendwie entwickelt, ob man sich nach einer gewissen Zeit mit dem Spender identifiziert. Das sind immer solche Fragen gewesen, oder dass man dann ganz einfach sagt, sag mal, die Gefühle zu deiner Frau, sind die heute anders wie früher, ne? Also das geht, das stimmt nicht. Ne? Es ist also wirklich so, das Ganze ist eine Pumpe, alles andere spielt sich oben im Kopf ab und ich habe nur ein Herz gekriegt, kein neues Gehirn. Viele Leute befassen sich ja immer mit dem Thema Organspende und gleichzeitig mit ihrem eigenen Tod. Man muss das mal von der anderen Seite sehen. Mit dem Tod will sich keiner befassen. Aber ich bin der Meinung, wenn man das so sagt, stellen Sie sich mal vor, Sie wären gestern beim Arzt gewesen, Sie hätten eine Erkältung und haben die Erkältung überstanden. Und der Arzt sagt auf einmal, das mit der Erkältung, dem Kratzen im Hals ist weg. Aber wir haben festgestellt, da ist was mit Ihrem Herzen. Ja? Sie kommen nicht drum herum, Sie brauchen ein Spenderherz. Und wenn Sie dann Ja sagen, ich nehme das, ja, oder ich würde es nehmen, dann müssen Sie auch Ja sagen zur Organspende. Ansonsten funktioniert dieser ganze Kreislauf nicht mehr.